Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es bei mir mal um ein Labornetzteil, und zwar um das Hanmatec HM305P. Ja, das ist ein Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Stromstärke. Hier passt das etwas schlecht auf den Tisch, deswegen werde ich nachher gleich nochmal die Perspektive wechseln. Ja, erstmal werde ich es so grob zeigen. Das Gehäuse hier ist aus Metall, so wirkt es zumindest. Hier oben gibt es einen Griff. Nun gucken wir uns mal die Frontansicht an. Hier haben wir erstmal drei Displays. Das sind LED-Displays. Werden wir nachher auch nochmal in Aktion sehen. Mit je 4-7 Segmentanzeigen. Hier für Spannung, hier für die eingestellte Strombegrenzung und auch später für den Strom, der fließt, und hier für den Stromverbrauch in Watt. Ja, hier ist der Einschalter und hier ist der Schalter, womit die Spannung freigeschaltet wird. Für die Spannung sind hier unten, für die Ausgangsspannung sind hier unten die Anschlüsse. Hier Spannung Plus, Ground. Also Erdung, das geht direkt zum Erdungskontakt der Steckdose, und Spannung Minus. Dabei sind hier diese Kroko-Klemmen. Die Kroko-Klemmen zu Bananenbuchsen sind nicht die allerhochwertigsten Kabel. Also ich denke, wenn da zu viel Strom durchfließt, könnte das kritisch werden, wenn da viele Ampere durchfließen, aber für die normalen Anwendungen reicht es. Ja, dann haben wir hier an der Seite Lüftungsschlitze, sonst nichts. Und hier die Rückseite ist nochmal ganz interessant. Hier haben wir erstmal einen Lüfter, der macht leichte Geräusche, werden wir ja nachher hören. Dann existiert daneben noch ein USB-Anschluss. Es ist auch ein Kabel dabei, um das Gerät an den Computer anzuschließen. Es gibt auch eine DVD mit einer Software. Was man da genau machen soll, weiß ich nicht. Hier ist der Spannungseingang. Hier ist auch noch unten für die Eingangsspannung eine Sicherung drin. Die kann man austauschen von außen. Denke ich mal, leider kann man die Sicherung für die Ausgangsspannung nicht von außen aus wechseln, weil die hier drinne sind. Ja, das ist die Rückseite. Hier steht noch Input 220 Volt. Eigentlich haben wir ja 230 Volt. Ich weiß nicht, ob das ein Schreibfehler ist, oder zumindest geht es ohne Probleme mit 230 Volt. 10 Volt machen ja nun auch nicht so viel aus. Und ja, nun werde ich mal die Perspektive wechseln. Bis gleich. Ja, nun seht ihr mal das Gerät aus dieser Perspektive, weil ich denke, das hinten ist nicht so interessant. Hier sehen wir jetzt schon die Anzeigen und alles. Das Gerät ist jetzt am Strom angeschlossen. Sehen wir hier schon, man sieht die drei LED-Anzeigen, die Schalter, und hier sind Tasten, die auch fast alle beleuchtet sind, wo man Spannungen einspeichern kann. Das macht vielleicht Sinn, wenn man bestimmte Konstellationen häufig braucht. Und ja, und nun schalten wir das Ganze mal ein. Ja, als erstes wird natürlich Strom eingeschaltet und dann das Gerät, und dann sehen wir hier auch schon, das Gerät ist eingeschaltet. Ich mache mal das Videolicht aus, um nochmal zu zeigen, wie die Tasten beleuchtet sind. So. Und hier sehen wir schon, diese Tasten, die hier blinken, sind beleuchtet. Videolicht wieder an. Ja, und nun sehen wir schon, die Spannung ist aus. Das hier leuchtet rot. Wenn ich einmal drücke, ist es grün und die Spannung liegt an. Das machen wir erstmal wieder aus. Dann kann ich hier die Spannung einstellen. Einfach so, wenn ich hier auf den Drehregler drücke, einmal, kann ich sie hier sehr fein einstellen. Ich glaube, 1 Millivolt Schritte sind das. Und dann kann ich sie noch gröber einstellen in 1 Volt Schritten. Ich finde schade, dass man es nicht in 10 Millivolt Schritten einstellen kann, weil das hier ist doch manchmal sehr unpraktisch. Hört da schon dieses Gepiepe beim Verstellen?
was geht. So, jetzt haben wir mal 5 Volt eingestellt. Die Strombegrenzung kann man einstellen, indem man hier auf das I drückt. Dann kann man so einstellen oder gröber. Noch gröber kann man nicht einstellen in 1 Ampere Schritten, aber ich denke, das muss auch nicht sein. Maximal kann das Netzteil 5 Ampere oder 5,1 Ampere und ich glaube 31 oder ja genau 32 Volt. Ich drehe das aber mal wieder runter. Ja, so habe ich jetzt eingestellt, 9 Volt, 1 Ampere. Und wenn ich jetzt hier die Spannung einschalte, zeigt er die Ampere an, die gezogen werden. So natürlich jetzt 0, weil es ist ja nichts angeschlossen. Und auch 0 Watt, weil es fließt ja kein Strom. Ah, und nun werde ich mal die Strombegrenzung runterstellen auf 0,4 Ampere. Schalte nochmal ein und werde diese Kabel hier jetzt einfach mal kurz schließen. Und nun sehen wir schon, er geht natürlich in die Strombegrenzung. Er verbraucht jetzt 0,4 Ampere. Die werden verheizt in den Kabeln. Deswegen regelt er die Spannung runter auf 0,11 Volt. Und gezogen werden 0,044 Watt. Also relativ wenig bei 9 Volt und 0,4 Ampere. Und ja, wenn ich den Kurzschluss jetzt wieder wegmache, so, dann ist wieder alles auf 0 und es liegen wieder die 9 Volt an. Und man hört auch, je nachdem wie viel Strom gezogen wird, ist auch der Lüfter leiser oder lauter. Ich weiß nicht, ob man das im Video hört, wahrscheinlich nicht, aber wenn ich hier den Kurzschluss mache, dann wird der deutlich lauter. Aber der Lüfter ist nun nicht störend laut. So laut ist er nicht. Ja, nun werde ich mal mein Multimeter holen und die Spannung überprüfen. Bis gleich. So, erstmal ist die Spannung jetzt noch aus und wie es sein soll, es kommen auch wirklich 0 Volt raus, wie es auch hier steht. Und ja, nun werde ich mal einschalten. Wir sehen schon, das stimmt genau überein hier bei 9 Volt. 9 Volt steht auf dem Netzteil und es kommen auch genau 9 Volt raus. Das Multimeter stimmt einigermaßen. Es ist jetzt auf Gleichspannung eingestellt. Ich gucke mal, ob Wechselspannung rauskommen sollte. Das wäre der Fall, wenn es keine ordentliche Gleichrichtung gibt. So gut wie nicht. Minimal. 0,013 Volt Wechselspannung. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier ausschalte, ist sogar höher. Also ich stelle mal wieder auf Gleichspannung. Gleichspannung 200 Volt habe ich jetzt eingestellt. Da zeigt er eine Nachkommastelle an. Und ja, nun werde ich mal gucken hier, wenn ich 5 Volt einstelle, sehen wir schon auch, es kommen genau 5 Volt raus. Wenn ich 14 Volt einstelle, naja gut, 13,9 Volt, es macht nicht viel aus. Bei 22 Volt, 21,9 Volt ist auch quasi irrelevant. Und nun bei der Maximalspannung 32 Volt, 31,8 Volt, da ist die Differenz so 0,2 Volt. Ich denke auch so gut wie nicht entscheidend. Und ja, es fließt natürlich durch das Messgerät, fließt natürlich kein Strom. Ja, ich gehe jetzt mal wieder runter. Ja, was man auch immer bedenken sollte, in diesem Netzteil befindet sich ein Kondensator. Das heißt, wie man hier schon sieht, wenn man ausschaltet, es ist nicht sofort spannungsfrei. Es dauert erstmal eine Weile. Sollte man immer bedenken, auch wenn man an der Strombegrenzung was verändert, dass dann womöglich noch ein recht hoher Strom aus dem Kondensator fließen kann, der hier am Eingang hängt. Man sieht schon, das dauert kurz, bis es sich auflädt und auch kurz, bis es sich entladen hat.
und dann die Spannung wieder runtergegangen ist. Und ja, ich werde nun mal ein paar Lasten anschließen. Bis gleich. So, ich habe jetzt 12 Volt 1 Ampere eingestellt. Noch ist die Spannung aus. Und ich werde mal so einen H7-Scheinwerfer anschließen. Das Messgerät bleibt dran. Spannung ist jetzt eingeschaltet. Man sieht, die 12 Volt liegen an. Ich weiß nicht, ob 1 Ampere genügt. Ich mache mal das Messgerät ab. Und wir sehen schon, das genügt nicht. Es geht in die Strombegrenzung und der Scheinwerfer brennt nicht. Drehen wir mal etwas höher. 2 Ampere. Es geht immer noch in die Strombegrenzung. Klar, der verbraucht halt sehr viel Strom. Die Spannung nicht hoch. Aber 4 Ampere. Sehen, ob sich da jetzt mal was tut. Ah ja. Es geht zwar noch in die Strombegrenzung, aber minimal. Und es wird Licht. Bei einer Stromaufnahme von 46 Watt. Wie man sieht, sehr hell ist der Autoscheinwerfer. Wenn ich nun mal ausmache und noch weiter mit dem Strom hochgehe, mal sehen, ob es dann noch heller wird. Weil es war ja noch in der Strombegrenzung. Naja, 46 Watt verbraucht das Ding. Es hat sich nicht viel verändert. Und ja, nun werde ich mal einen Motor anschließen. Bis gleich. So, hier sehen wir schon, hier haben wir einen sehr dicken Motor aus dem Drucker, der natürlich nicht so viel Strom wie der Scheinwerfer von eben braucht. Deswegen gehen wir mal runter und nun werde ich mal langsam die Spannung hochdrehen. Und ja, und mal gucken, ab wann dieser Motor anläuft und wie viel Strom er aufnimmt. Ja, 2 Volt, passiert noch nicht so viel, verbraucht 0,1 Watt. 3 Volt, ja, er beginnt sich zu drehen. 4 Volt. Man hört es ganz deutlich. 5 Volt, 6 Volt, 7 Volt, 8 Volt, 9 Volt, 10 Volt. Bei 12 Volt dreht sich der Motor sehr schnell. Und warten wir kurz, dann wird auch schon die Stromaufnahme angezeigt. Der Motor verbraucht 0,5 Watt. Klemme ihn nochmal an. Ja, schwankt etwas, aber durchschnittlich 0,5 Watt bei 12 Volt und 0,05 Ampere etwa. Und ja, das war mal meine Vorstellung dieses Netzteils. Ja, an für sich kann ich dieses Netzteil empfehlen. Es kostet so um die 80 Euro. Und ja, Spannung ist einstellbar bis 32 Volt, Strom bis 5 Ampere. Und ja, das war's mal wieder mit meinem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.